Hier am Büsumer Strand war gestern so einiges los. Gestern war Silvester und heute, am Neujahrsmorgen, genieße ich die Ruhe nach dem Sturm an der Nordsee. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, ist es eher die Ruhe vor dem Sturm, denn hier in Büsum passiert am 1. Januar seit inzwischen 14 Jahren traditionellerweise etwas, ja, wie soll ich sagen, Wahnsinniges. Seid ihr bereit? Am Hauptstrand wird für das anstehende Spektakel schon aufgebaut, aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Zum Beispiel, um über das vergangene Jahr nachzudenken. Was war gut und was vielleicht nicht so? Es gibt zum Beispiel eine Sache, die hat bei mir im letzten Jahr ganz wunderbar geklappt. Ich habe nämlich sehr oft und sehr viel Fischbrötchen gegessen. Und naja, was einem gut tut, das soll man ganz unbedingt auch im nächsten Jahr fortführen, oder? Wenn ich schon in Büsum bin, dann muss es schon ein Krabbenbrötchen sein, oder? Da komme ich nicht drum rum. Ich hätte gern ein Krabbenbrötchen. Aber gerne. Die echten Büsumer Nordseekrabben sind übrigens nicht nur lecker. Salziges hilft bekanntermaßen auch, wenn es in der Silvesternacht mal etwas später wurde. Ach, und falls ihr euch fragt, was letztes Jahr bei mir nicht so gut gelaufen ist. Nun ja, deswegen bin ich heute hier. Freunde, das ist ja der absolute Wahnsinn! Es hat mit meinem inneren Schweinehund zu tun. Den könnte ich nämlich häufiger mal überwinden und deswegen stehe ich jetzt hier bei 6 Grad Lufttemperatur in Wadewitz am Hauptstrand. Linda, was passiert hier? Ja, wir haben jetzt hier gerade ganz viele Verrückte, insgesamt 420, die gerade in das 4 Grad kalte Nordseewasser springen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Weil das schon immer so gemacht wurde. Ich mach's jetzt auch. 4,6 Grad kalt. Hilfe, aber das ist total geil. Hey, komm, ich geh noch mal rein. Na, das mit dem Schweinehund hat doch schon mal ganz gut geklappt. Und beim anschließenden Wiederaufwärmen fällt mir noch ein weiterer guter Vorsatz ein, der ganz bestimmt auch für euch gilt. Sich mehr Zeit für sich nehmen und sich auch ab und zu mal was gönnen. Ich fange dann gleich mal damit an. Euch allen ein frohes neues Jahr.